Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Produktrezension. Nachdem ich mir vor ein paar Wochen den Sunyas Mini Mixer gekauft habe und ja, der dann in meiner Rezension ziemlich schlecht abgeschnitten hat, siehe auch oben in den Infokarten, habe ich wieder den Mut gefasst und mir einen neuen Mini Mixer gekauft. Den Sunyas habe ich natürlich, ja, nachdem ich ihn zurückgeschickt habe, ja, auch wieder das Geld zurückbekommen bei Amazon. Kein Problem und war alles wunderbar geklappt. Klarstein zählt für mich jetzt nicht zu meinen Favoriten, was die Firmenwahl angeht. Zum einen, weil ich mit dem Klarstein 5G Mixer ja, schlechte Erfahrungen gemacht habe und der gegen meinen preislich quasi identischen Ultratec Mixer ziemlich abgestunken ist. Und zum anderen Klarstein zwar auch gerne Mixer für Rezensionen zur Verfügung stellt, allerdings nur dann, wenn man im Gegenzug auch positiv vom Mixer oder von den Geräten berichtet. Und ja, ich bei Anfragen an die Firmen, wenn es darum geht, mir ein Gerät zur Verfügung zu stellen, immer direkt schreibe, dass es bei mir auch nicht wenige Produkte gibt, die einfach durchfallen und die ich dann auch bei Amazon mit 1 bis 3 Sternen bewerte, obwohl sie mir zugeschickt werden, freundlicherweise. Firmen, die sich ihrer Qualität bewusst sind, stört das natürlich ja, weniger, aber Klarstein war da nicht so davon überzeugt und entsprechend ja, habe ich mir das Gerät ganz normal wie meistens auch gekauft. Und das wollte ich euch nur mal vorneweg stellen. Aber wenn ich was vorstelle, dann muss ich auch zu 100% ja, für mich dahinter stehen. Und da gibt es keine Diskussion. Und da mache ich auch keine Kompromisse. Gut, also heute der Minimixer Jusinho Nero. Ja, gerade mal 5 Euro mehr als der Sunyas Mixer und hat dafür ja, 2 Schneideaufsätze und 3 Becher. Die Becher lassen sich wunderbar alle mit einem Drehgewinde, mit so einem Ding hier schließen. Also läuft auch nichts aus. Der Mixer hat 3 Stufen, Stufe 1, Stufe 2 und die Pulsfunktion. Und die Pulsfunktion und die Stufe 2 ist alles die ja, selbe Geschwindigkeit. Die Pulsfunktion, da kann man halt eben nur kurz antippen und von daher etwas leicht zerkleinern, wie zum Beispiel Nüsse. Wenn man den Mixer in die Steckdose steckt, dann leuchtet er, wie man hier sieht, so ja, schön blau. Findet das sehr schön, macht eine sehr angenehme Atmosphäre. Aber mehr auch nicht. Zur Mixleistung kann ich sagen, gefrorene Himbeeren gehen einwandfrei und alles andere wie Nüsse, Äpfel, ja alles was nicht gefroren ist sowieso. Manchmal bleibt ein bisschen was stecken, dann schüttelt man, steht wieder drauf und dann geht's weiter. Allerdings gab es auch beim Klarstein schon kleine Tropfen unter dem Mixer. Das heißt, dieser Dichtungsring, der hier drin ist, der ist nicht so hundertprozentig dicht. Das heißt, hier tropft es manchmal ein bisschen durch. Nicht viel, aber merkbar. Und ja, aber wenn man sieht, was man für 5 Euro quasi hier mehr bekommt im Gegensatz zu dem Sunyas Mixer, dann ja, die Leistung ist dann schon gefühlt extrem besser. Die Reinigung geht auch sehr, sehr leicht von der Hand. Wie einfach, ja, man sich das vorstellen kann. Einfach abschrauben unter den Wasserhahn und dann passt das. Auch wenn mein kleiner, also mein Sohn jetzt nochmal ein Glassmoothie machen will, ist das natürlich ideal, weil er nimmt einfach so einen Becher und ja, macht den drauf und mixt. Und das ist, wenn es mal nicht schmeckt, auch nicht so schlimm, dann esse ich den. Und wenn er den großen Mixer benutzen muss, dann ist natürlich blöd, wenn der ganze Mixer dann quasi weggeschmissen werden muss. Ansonsten das Gerät hält auch relativ fest, weil es hier unten über Gummifüße verfügt und ja. Von daher auch das positiv. Die einzige Sache ist halt wirklich bloß dieses Undichte, dass eben hier dann und wann mal ein Tropfen zu sehen ist. Und ich auch genau geschaut habe, dass das nicht irgendwie von außen ist oder Kondenswasser. Und das ist schon negativ und das nervt auch ein bisschen, muss ich sagen. Weil man immer das Gefühl hat, dass der Tropfen irgendwie in den Motorblock reingehen könnte. Und das muss auch bestimmt nicht sein. Also da bin ich mir relativ sicher. Ansonsten zu den Geräuschen. Wir können mal zuhören jetzt. Die höhere Stufe ist schon relativ laut, aber auf der kleinen Stufe kann man auch früh sich einen Smoothie machen und ja, ich denke mal auch bei Nachbarn, empfindlichen Nachbarn dürfte die Stufe 1 ausreichen. Also von daher alles in allem, man muss bedenken, man kriegt das hier für 23,90 € und im Vergleich zu dem Sunyas Mixer, der 19 Euro gekostet hat, der im Endeffekt ja, einen Becher hatte, der noch undicht war, sowohl oben als auch unten, hat man hier wie gesagt 2 Aufsätze, einmal so einen flachen, der ist vor allem um Nüsse zu hacken und einmal so ein Smoothie Aufsatz mit 4 solchen Klingen, ich zeig das nochmal kurz, mit 4 solchen Klingen, also
3 Becher jeweils zum Zuschrauben hier, dass da auch garantiert, dass man die mitnehmen kann, dass da nichts runterläuft. Ich muss sagen, also für 23,90 Euro ist das schon perfekt. Was die Haltbarkeit angeht, kann ich natürlich jetzt noch nichts sagen, aber alles in allem muss ich sagen, was den Minimixer angeht und die Minimixer, die ich sozusagen ja, im Fokus hatte und das, was der hier an Leistung rüberbringt, muss ich sagen, einwandfrei. Das mit den Undichtseilen ist natürlich schon meiner Meinung nach eine eklatante Schwäche. Aber jetzt nicht, dass ich irgendwie sage, jetzt hier 3 Sterne oder sowas. Aber es ist halt schon echt blöd, dass der Mixer einfach nach unten hin zum Motorgewinde nicht dicht ist. Da muss ich auch einen Stern abziehen. Von daher gibt es von mir 4 Sterne, aber trotzdem eine absolute Kaufempfehlung. Für 23,90 Euro könnt ihr euch Smoothies machen. Mit gefrorenen Himbeeren ist kein Problem. Gefrorene Erdbeeren oder gefrorene Bananen gehen nicht. Aber gefrorene Himbeeren ist sozusagen das Maximum der Gefühle. Und da muss ich sagen, ja, absolute Kaufempfehlung. Viel Spaß!